So, da komme ich nicht hin, weil ich diesen Wall-Run noch nicht drauf habe. Ich meine, ich habe den schon im Trailer angesehen, aber ich kann den anscheinend noch nicht. Oh Gott, was denn? Ist mir gerade. War das gerade in-game, was da so aufgeblitzt ist? Kann ich das umbringen? Anscheinend nicht. Anscheinend kann ich sie auch nicht anhalten. Hm. Was los? Kannst du wirklich alles scannen? Oh. Hey. Das habe ich also die ganze Zeit gehört. Ich hoffe einfach mal, dass du nicht runterkommst. Siehst du was da drin? Ach, jetzt lerne ich das. Okay. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Okay. Hey, was ist denn? Das ist unfair. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Los. Erneut. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hui. Schneller, mehr Intensität. Junge, chill. Das Ding ist noch nicht mal aufgebaut jetzt gewesen. Komm her zu mir. Ja, ja, ich muss jetzt mal warten, bis das Ding aufgebaut ist, Bruder. Hier komme ich. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Ich erinnere mich an alte Tricks. Hui. Aber nein, wie hochkommt? Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir weiterkommen. Ach, und so rot sehen die Wände aus, an denen ich an der Wand laufen kann. Okay. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Der Fahrstuhl. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Und zwar muss ich erstmal hier hin, weil ich in der Kiste da hinten. Oh, stimmt. Ich muss LT noch drücken. So, ich hab, glaube ich, eine Idee, wie ich da unten hinkomme. Und zwar so. Jetzt hier? Okay. Ob das so von den Entwicklern gewollt war? Ich glaube nicht, Bereich oder? In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Oh, sind wir jetzt hier durch, dann können wir wieder zurück. Und ab. Warte mal, genau, hier muss ich lang. Und ab. Hopp. So, gehen wir wieder hier hin. Ich glaube, muss ich jetzt hier? Nee, brauche ich nicht. Egal. Ah, ich könnte das Ding mal von oben angreifen. Aber ja, könnte ich auch noch was ab, glaube ich, holen. Oder? Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Ah! Nice. Wo willst du hin? Was ist es? Mut und Weisheit 2. Neue Schwertschalter. Ah, okay, cool. Hatte ich den zweiten nicht schon? Na egal, wir machen das Ding erstmal nochmal platt. Das Ding hat mich erwischt, ne? Ja, das Ding hat mich erwischt, wow. Oh Gott! Ah. Easy. Easy. Halb tot. Uff.
Mach null. Na komm. Oh. Mein Machtbalken war leer. Ja genau, jetzt muss ich einfach nur wieder hier hin und rüber. Und dann wieder auf nach oben, nicht wahr? Jo. Abkürzung freigeschaltet. Nice. Ach, hier war ich auch noch gar nicht, ne? Stimmt, hier war ich auch noch nicht. Ja, dann ist die Kiste. Und hopp. Na, oh, schade, ich dachte, ich kann es erwischen. Oh, hast du getroffen, cool. Easy. Oh, das Spiel macht so viel Spaß, ne? Oh, das Spiel ist so gut. Es ist so unglaublich gut. Hey. Vor allem grafisch. Grafisches Spiel ist so eine Wucht. Was war da drin? Dämmerung auf Bogano. Neues Poncho-Material erhalten. Oh! Poncho! El Taco! Bruder! Meditieren! Das bedeutet doch eigentlich, dass man seinen Charakter anpassen kann, ne? Dass wir ihn einfach mal andere Kleidung oder so verpassen können. Maximale Macht wird erhöht. Boah. Boah, klingt nice, klingt nice. Nehmen wir mal. Nice, nice, nice. So, dann lassen wir die Gegner mal wieder respawnen. Und dann gehen wir wieder weg von hier. Achso, wenn das Spiel wirklich so sein sollte wie Dark Souls, kann es passieren, dass ich zwischendurch noch privat ein bisschen level, damit wir einfach weiterkommen. Weil manche. Vielleicht gibt es hier nämlich auch so eine Gegner, die einfach zu stark sind, die man einfach nicht schaffen kann ohne Leveln. Zumindest für meine Verhältnisse. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Ja. Kann ich eigentlich. Oh. Okay, das bricht gleich runter. Hm. Ich glaube, ich muss hier. Oh ne, warte mal, da unten war die Kiste. Stimmt, die habe ich aber schon. Hm. Und hier geht es auch nicht weit. Ach, doch, doch, oben, okay. Jetzt aber. Naja, naja. Geht immer noch besser. Muss so ein bisschen trainieren. Hopp. Jo, Fischis. Ich kann sie nicht in meiner Macht einfrieren. Verdammt nochmal. Na, ich muss auf jeden Fall jetzt hier lang. Hui. Ist etwas, ne, okay. Oh, wo ist schon hier? Wettrennen? Oh, dann los! Chill doch mal, chill doch mal. Hier könnte noch irgendwas sein. Was könnte hier noch sein? Das ist ein riesiges Dino-Fossil. Da ist noch eins. Ich wusste es, dass man das scannen kann. Ich wusste es. Mysteriöses Skelett. Okay. Hm. Komme ich hier irgendwie wieder hoch, wenn ich hier runtergehe? Hm. Ach ja, okay. Okay. Sie geht nicht auf. Okay, hier muss ich wahrscheinlich später nochmal wieder herkommen. Ich denke mal, das ist so eine Tür. So nach dem Motto, du kannst da jetzt noch nicht durch, komm später nochmal wieder. Ich denke mal, das ist ja auch genau das gleiche, oder? Oh, Abkürzung freigeschaltet? Wie, Abkürzung? War ich hier schon? Ah. Ja, hier war ich, oder? Gerade aufrufen? Nee, hier war ich doch gar nicht. Hier war ich noch nicht. Ich könnte jetzt weitermachen oder ich gehe einfach nochmal hier lang. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Das hier ist optional? Das ist einfach rein optional hier? Okay. Oh. Knapp. Was ist das für ein Ort? Ein Ort, der Geheimnisse birgt. So ein Ort ist das. Da oben ist eine Kiste, die hätte ich gerne.
Kann ich dagegen springen? Nein! Pff. Huch! Huch! Ich glaube, da kann ich noch gar nicht hin. Ich gehe mal hier lang. Gucken, wo ich hier rauskomme. Ist aber schon echt schön zu sehen, dass es so eine optionalen Gebiete gibt in diesem Spiel. Das ist echt schön. So. Okay, Kamera, alles klar. Oh, hier hinten geht's weiter. Aha, erwischt. Wo bin ich hier? Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Ich habe das Gefühl, dass der Boss stärker ist als der letzte. Ja, alles klar, jo. Dezent, ja, dezent stärker, ja. Dezent, ein bisschen, minimal, minimal. Mit zwei Schlingen bin ich instant tot. Ich glaube, hier muss ich später nochmal zurückkommen. Der scheint doch ein bisschen zu stark zu sein. Ich meine, ich habe dir gut Damage gemacht. Aber so mit zwei Schlingen drauf zu gehen, ist irgendwie nicht so geil. Ich meine, ich könnte es noch ein paar Mal probieren und den vielleicht legen. Aber das ist es mir jetzt an dieser Stelle auch nicht wert. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen merkwürdig, dass es genau dasselbe Vieh ist, wie das, was ich davor schon erledigt habe, nur stärker. Aber naja, ist jetzt auch egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ja, perfekt. So, nochmal hoch. Naja, wir gehen jetzt erstmal in den Tempel rein und gucken, was da so abgeht. Das Optionale, was ich gerade gefunden habe, werden wir später nochmal machen. Also an einem späteren Punkt wahrscheinlich. Boah, das sieht so cool aus. Aber ich frage mich, was für ein Jedi jetzt hier drinnen auf uns wartet. Ich meine, Yoda kann es ja nicht sein, aber wer denn sonst? Wahrscheinlich. Und warum ist hier ein Speicherpunkt? Das ist quasi so, als ob gleich ein Boss kommt. So, hier kriegst du mal einen Speicherpunkt, gleich geht's los, so nach dem Motto. Oho, okay. Okay, Opfergaben. Kann ich damit interagieren? Dieses komplett schwarze Gestein erinnert mich irgendwie an das in Star Wars Episode 8. Mit Rey. Wo dieser irgendwie so einen dunklen Ort war, wo auch alles so komplett schwarz war. Anpassung. Ach. Wir nehmen einfach den hier. Der sieht cool aus. Ah ja, hier, hier. Das ist meine Premium-Inhalte. Hier, das ist meine Premium-Inhalte wegen EA Access. Aber BD lassen wir mal normal. So sieht der cooler aus als in so. Also, das ist schon cooler. Eigentlich Poncho, ja, aber andererseits auch, nee, ich weiß nicht. Standard, Poncho, Standard, Poncho. Wir lassen erstmal Standard. Ich könnte es ja später immer noch jederzeit austauschen, aber wir nehmen erstmal Standard. Will ich da jetzt einfach reingehen? Ich meine, eigentlich kann man da nicht rein. Also, wir gehen einfach mal. Okay. Wahnsinn. Ist das so was Ähnliches jetzt wie bei Luke Skywalker? Als er mit Yoda auf dem Planeten war, wo er gegen sich selber nur in das Vader-Rüstung kämpfen musste? Ist das jetzt so was Ähnliches? Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich darauf stellen muss, oder? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht.
wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Oh, ich mag den kleinen Druiden, der ist cool. Der ist echt cool. So, also sollen wir jetzt drei Gräber plündern, oder wie habe ich das jetzt gerade verstanden? Okay. Wäre nicht das erste Spiel, in dem ich das machen muss. Ich meine nur. Okay. Klettern wir einfach mal ein... Oh, klar. Okay, okay. Interdimensionale Reisen in einem Stein. Interessant. Wir ruhen uns erstmal aus. Warum auch immer. Wir machen es einfach mal. So, jetzt muss ich einfach nur noch zurück, oder wie? Hört sich ganz so an. Wir warten. Okay, und worauf? Bist du gerade einfach aufgeploppt? Hey, ich hab doch B gedrückt! Zack, zack, zack. Easy. Easy. Die Dinger sind auch hässlich und widerlich. Es bewegt sich noch. Disgusting. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich muss wieder zurück zum Raumschiff, nicht wahr? Jo. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hin. Denn hier könnte noch irgendwas sein. Irgendwas könnte hier noch sein. Ich meine, wir haben da diesen riesigen Boss-Gegner gefunden, den wir eindeutig noch nicht legen können, weil der ziemlich stark war. Aber hinten könnte trotzdem noch was anderes auf uns warten. Deswegen gehen wir da nochmal hin. Ich sehe nach. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir.
Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ich frage mich gerade wirklich, ob der Typ digital ist oder ob die ihn einfach aufgenommen haben in der Kamera und die dann so quasi ausgeschnitten haben und dann reingeführt ins Spiel. Oh. Manchmal, das fühlt sich manchmal so an, als wäre das so. Ich weiß nicht warum. War ich hier nicht schon? Nee, hier war ich nicht. Hä, wo bin ich denn erst lang gegangen? Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt, okay. Ich vergesse alles. Das Ding hat schon ziemlich starke FPS-Einbrüche, ne? Muss man schon sagen. Ich hab ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Ich meine, ich habe das Ding auf Leistung gestellt. Das heißt, wir spielen das hier gerade, ich sag mal so, bei Xbox One X und bei PlayStation 4 Pro gibt es halt Einstellungen wie Auflösung, Leistung und was auch immer. Da kann man sich ein bisschen entscheiden. Ich habe das Ding hier auf Leistung getrimmt. Weil ich eher so ein Fan bin von, lieber läuft es flüssig als ruckelig und mit guter Auflösung. Wir gehen aber trotzdem nochmal hier hin. Nein, nicht den da unten, den hier oben, genau. Knapp. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Rätsel schon irgendwie lösen können. Okay. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Ah, okay, cool, cool, cool. Und das war's schon? Okay, ich dachte, hier ist noch mehr. Ich meine, irgendwie kann man bestimmt die Kugel kaputt machen. Irgendwie geht das bestimmt. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber irgendwie muss es noch gehen. Aber dann hat sich auf jeden Fall gelohnt, wieder herzukommen. Oh, Bruder, was war das denn gerade für ein halbherziger Sprung? Muss ich schon auch überschaffen, ne? Genau. Dann können wir hier wieder weg. Will ich jetzt nochmal gegen den einen Gegner hätten probieren? Eigentlich nicht. Also dieser eine Kampf hat mir eigentlich schon so ein bisschen gereicht, weil der Typ macht mich halt mit zwei Schlägen weg. Der Typ vor allen Dingen, das Ding macht mich mit zwei Schlägen weg. Obwohl, ich habe hier jetzt einen Speicherpunkt. Das heißt, ich habe hier gespeichert. Ich könnte eigentlich jederzeit immer ganz schnell wieder dahin und gegen ihn kämpfen. Schaut das bisschen, was ich da verloren habe. Komm, nochmal. Genau. Ich will es noch ein paar Mal gegen den probieren. Vielleicht ein, zwei Mal, aber einmal auf jeden Fall noch. Einmal will ich auf jeden Fall noch gegen ihn probieren. Vielleicht wird das ja was. Gott, diese Pflanzen hier. Verdammt nochmal. Wie steinhart müssen Dinger sein, dass ich sie jedes Mal zerlasern muss, damit ich da weiterkomme. Hä? Hm, okay. Hopp. Sieht es echt schön, ne? Oh, die Lichteffekte hier dran auch, so. Jo, Octo, was auch immer. Boah, Junge. Gib mir einen Stem. Okay. Alter! Junge, was ist das? What the fuck? What the fuck war das gerade? The fuck? Ich roll nach rechts, es hat genau in dem Moment den Angriff gemacht, dass es mich perfekt trifft. Weil ich konnte nicht wieder wegrollen. Das heißt, ich bin rübergerollt und ich konnte dann an der Stelle nichts machen. Ich konnte dann nicht nochmal sofort wegrollen, so wie in Dark Souls. In Dark Souls kannst du ja spam, 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 immer rollen, 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 rollen. Na, verdammt nochmal. Da muss ich mich noch gewinnen. Ich bin ein bisschen Dark Souls gewinnt, was das angeht. Einfach immer die ganze Zeit. Rollen, rollen, immer rollen, immer rollen. Was? Gerade gerollt, nochmal Rolle? Ja, okay, Digga, nochmal rollen, rollen, immer rollen und rollen und rollen. Bin ich ein bisschen gewohnt. Ah, naja. Das kriege ich auch noch hin. Ich will den Gegner legen. Einerseits will ich den jetzt sofort weg haben, weil ich keinen Bock habe, nochmal herzukommen, um nur gegen den dann nochmal zu kämpfen. Aber andererseits wirkt er schon ziemlich stark. Obwohl, wir haben da unten noch eine andere Tür, ne? Eigentlich brauche ich gegen den gar nicht kämpfen, weil wir haben unten noch die Tür. Das heißt, ich würde später eh nochmal zurückkommen. Da könnte ich die Tür öffnen und den noch wegmachen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hin, verkloppen den Typen so ein paar Mal, damit ich meine XP wieder bekomme und danach gehen wir weg von dort. Dann rennen wir einfach weg.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, oder? Obwohl, warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee, die könnte funktionieren. Oh, diese FPS-Einbrüche manchmal, ne? Das ist schon ein bisschen nervig. Oh mein Gott, das Lichtschwert ist so gut. Ich hab's geschafft, was ich schaffen wollte. Jetzt zieh, Bruder! Zieh! Schnell, Hilfe! Huh, geschafft. Mehr wollte ich gar nicht machen. Das Ding werde ich irgendwann anders nochmal legen. Ja, jetzt kein Bock, mich da ewig dran aufzuhalten. Ich hab auf jeden Fall alles geschafft, was ich schaffen wollte. Gut, der Lebensbalken ist verschwunden. Ich wollte schon sagen, das geht gar nicht mehr weg, oder was? So. Hier wieder rüber. Dann setzen wir uns kurz dahin. Was war das gerade für eine T-Pose? What the fuck? So, dann ruhen wir uns mal ganz kurz aus. So, jetzt wird alles resettet. Nochmal kurz ausruhen. Ja, Leben, Fokus und Stimmbehälter wurden wiederhergestellt. Ja, ich weiß. So, dann gehen wir mal hier hin, genau. Und ab. Hat der Roboter sich gerade an unseren Rücken teleportiert? Fuck. Oh, no. Das Gefühl, hier kommt gleich noch ein Gegner. Weil die Musik gerade ganz schön abgeht. Deswegen. Warte mal, war hier nicht irgendwo noch eine Kiste, an die ich nicht rangekommen bin? Da hinten ist er. Also. Kann ich? Ne, in der Luft kann ich nicht dashen. Warte mal, war ich da nicht schon auf der Seite? Hier? Gott, hier ist auch noch eine? Jesus, wieso habe ich die alle übersehen? Oh, hallo. Ah, ich glaube da. Ah, ich glaube deswegen. Das kann ich glaube ich noch gar nicht machen, ne? Oh. Oh. Hast du einen neuen Freund? Ich glaube, ich kann das noch nicht machen, ne? Also ich müsste halt irgendwie diese Sachen hier runterholen. Guck mal, die sind jetzt rot markiert. Und ich kann damit nichts machen. Meine LT und RT-Tasten machen noch nichts. Ich glaube, das muss ich später machen. Deswegen kommen wir hier später nochmal wieder zurück. Wir gehen jetzt noch wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das müsste hier der richtige Weg sein. Oh Gott, mein FPS-Bruder, was da passiert? Warte mal. Ich habe eine Idee, warte mal. Lass mich mal ganz kurz hier... Ich nicht hin, oder? Nee. Die Kiste war hier hinten, glaube ich. Konnte ich hier nicht irgendwie weiter? Nee, konnte ich... Doch. Doch, genau hier. Hier konnte ich noch weiter. Genau, stimmt. Ich wusste es. So, jetzt gehen wir hier weiter. Hier waren wir nämlich noch nicht, glaube ich, zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher. Der Klüfte Ebene, ja, hier waren wir noch nicht. Ah! Hier ist auch das große Tierchen. Cool. War hier nicht die Kiste? Bin ich jetzt umsonst hierher gerannt? Ich glaube, ich bin umsonst hierher gerannt, ne? Ja. Okay. Wohl. Ah, eine goldene Kiste? Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Und das bedeutet doch, ja, ich habe eins denn jetzt mehr. Geil. Okay, hat sich schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Hat sich schon mal mega gelohnt.
Hiermit kann ich leider noch nicht interagieren, das muss ich dann wahrscheinlich später nochmal machen. Also egal, wir wissen ja jetzt, wo es ist. Na gut, ich werde es wahrscheinlich eh vergessen, aber es müsste jetzt auf der Karte markiert sein, wenn man nicht alles täuscht. Deswegen wissen wir eigentlich schon, wo es ist. Ja, jetzt müssen wir nur wieder zurückgehen. Der Weg war hier vorne. Hui. Oh mein Gott, das Spiel wird wahrscheinlich so lange gehen. Ich werde mich wahrscheinlich hier so oft umgucken. Einfach weil ich das Spiel nicht zu schnell beenden möchte. Oh, das fühlt sich so gut an, das Spiel fühlt sich so gut an. Jetzt müsste man nur noch die FPS ein bisschen erhöhen und dann wäre das Spiel richtig gut. Also richtig gut. Du hast halt auch immer diese schwachen... Da seht ihr das, diese FPS-Einbrüche, die drin sind in dem Spiel? Ah, das ist das Einzige, was mich noch nervt. Das Einzige, was mich noch nervt, sind diese FPS-Einbrüche. Aber ansonsten ist das Spiel echt top. So, wieder zurück.